Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Days Gone. Ja, ich habe soeben mit Tucker geredet. Muss jetzt noch ihren Kumpan da treffen, sprechen, keine Ahnung. Werden wir gleich sehen, was der Alkai. möchte. Alkai Was heißt er. willst du, Töchter? Was ist dein Problem? Einer von uns entkam aus einem Ripper-Camp drüben bei Iron Butte. Gefoltert, wie üblich. Aber diesmal fragten sie ihn nach zwei Bikern, zwei Männern, ob er die beiden gesehen hat oder so. Hier gibt's viele Biker. Was hat das mit mir zu tun? Der Ripper nannte sie Mongrels. Wie viele Drifter tragen hier noch ihre Kutten? Als ob das was bedeutet. Ich glaube, dein Kopf ist bares Geld wert. Wie fühlt man sich auf der anderen Seite? Ey, warum zeigst du mir nicht, was du hast? Ich habe keine Zeit für deinen Scheiß. Wie du meinst, Dick. Okay. Ja, dieser Elkai scheint nicht, soll ich sagen, nicht so begeistert zu sein von mir. Munition auffüllen. 64 Was kann ich Cent. noch für dich tun? Achso, Flinten- und Brauchst du Pistolenmunition. noch was? Verbesserung, aber das ist gelockt. Ich brauche unbedingt mal diesen Schalldämpfer, das wäre echt auch kein Fehler. Vertrauensstufe 2 erforderlich, verdammt. Die habe ich noch nicht. Waffen. Primärwaffe, Handfeuerwaffe. Ah, das ist alles noch gelockt. Repetiergewehr. Ja, das Problem ist, wenn ich die kaufe, dann ist, glaube ich, wie heißt es, meine Armbrust weg. Drum lasse ich das jetzt mal. Also das mit diesem Schrank, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Armbrust. Ach, die Armbrust, die ist im Schrank, oder wie? Aber Waffen kann ich auch so Komm finden. vorbei, wenn du noch was brauchst. Alright. Ja, so ein bisschen Gesundheit oder so. Ah, das ist nur ein Waffenhändler, Weißt oder? du was? Hier tolles? Nix. Was brauchst du? Hey, ich werde mich mal umsehen. Da gibt es ja auch noch andere Sachen, so wie ich das sehe. Mechanik. Wie kann ich da jetzt. Kann ich das jetzt annehmen oder? Muss ich drücken, dass der mit mir redet? Hallo? Geht im Moment nicht, oder wie? Jetzt muss ich nur noch überlegen, wem ich die gebe. Elkai verkauft Waffen, die besser sind als deine. Manny hat versprochen, deine Rostlaube wieder flott zu machen. Ja, das ist eigentlich fast besser. Ich kann erst nach Norden, wenn ich das Spike repariert habe. Okay, dann ist es Copland. Okay. Bike reparieren. Wie sieht's denn aus? Ist das so geschrottet, oder? Nö, eigentlich nicht. Sieht nicht allzu übel aus. Überbringe Copeland die Drogen. Ja. Habe ich auch vor. Okay. Dann fahren wir hier mal zurück, beziehungsweise, ja. Mal kurz was gucken, ob die hier vielleicht irgendwo Benzin haben. Hey, geht's um dein Bike? An die Arbeit. Hey, was gibt's? Na los, an die Arbeit. Ah, Viereck. Geht um dein Bike, oder? Nachtanken. Sprit wird immer knapper. Komm bald wieder. Bike sieht mitgenommen aus.
Komm wieder. Bin gleich zurück. Seh mich mal an. Hä, wo ist jetzt mein Bike? Hey, ach, was brauchst du? Hey, ich sehe mich nur um. Alright. Fahren wir zu Copeland. Los geht's, mit vollem Tank. Perfekt. So. Jetzt noch richtig hier, oder? Oh, verdammt. Jetzt bin ich wieder falsch abgebogen. Verdammt! So, jetzt gucken wir mal, dass wir die Drogen hier noch loswerden. Und hier vorwärts kommen. Und hoffen, dass wir hier nicht irgendwo wieder abgeknallt werden. Das war knapp. Voll durch die Pampa fahren. Ist auch noch bei Nacht. Vollgas weg hier. Ist echt langsam das Bike. So, nichts wie weg hier. Sehr gut. So, wie weit ist es denn noch? 600 Meter, okay. Tank schon oder fast halb leer, ist unglaublich. Schnell zurück, na los. Oder was? Wahnsinn, ich will da noch rumrennen. Wobei ich eigentlich so eine richtig große Horde schon länger nicht mehr gesehen habe. So, jetzt müssen wir es ja gleich geschafft haben. Bei Copeland ankommen. In seinem Baumhaus. Mach das Tor auf. Der war schon mal hier. Hey, hätte nicht gedacht, so. Hey, Cope. Ich glaube, Leon wollte dir das bringen. Ah, Dick. Eine weise Entscheidung. Wirklich weise. Geh mal zu Manny.
Vielleicht kann er dir mit deinem Bike helfen. Hey, Dick. Ja, cool. Vielleicht bekomme ich jetzt ja wieder mein altes Bike. Noch besser vielleicht. Koblenz Camp. 5000 Vertrauen. 8 von 12.000. Cool. Jagd auf Lien. 83%. Was gibt's, Manny? Wo ist denn der Manny? Hey, Manny, wo bist du? Was gibt's? Manny ist doch hier, oder? Manny, ich bin immer noch nicht mit dir zufrieden. Dein Bike da. Brauchst du Sprit? Sprit natürlich immer. Reparieren, ganz klar. Leistung wäre mal nicht schlecht. Was kann man denn hier machen? Motor, Auspuff, Aufbewahrung, Benzin. Oh, kann man den Benzintank größer machen? Erhöht das Tankvolumen. Ja, geil. Für 500. Das sollte eine Weile halten. Auf jeden Fall. Neukunde. Das wäre mal ganz wichtig. Und oh, Lachgas. Das kostet ja Scheiß. Kein Lachgas. Ach, ich kann es noch nicht. Oh. Oder? Kein Lachgas ausgerüstet. Na, danke. Reifen. Puh. Ziemlich teuer, ha? Lass mal gucken hier. Motor, was kann man denn da noch machen? Ich pack das für dich ein. Okay, hoffentlich ist dadurch ein bisschen schneller. Auspuff. Was bringt das? Reduziert die Lärmentwicklung deines Bikes, sodass Gegner dich nicht so schnell hören. Ja. Gute Wahl, Mann. Gute Wahl. Klingt doch ganz interessant. Aufbewahrung. Bestimmt, wie viel Munitionsnachschub das Bike transportieren kann. Hm? Ah, ist noch gelockt. Okay. Ah, mit den Reifen weiß ich jetzt auch nicht. 840. Ja, komm. Cool. Brauchst du noch was? Machen wir. Optik ist mir gerade mal egal. Auspuff-Endrohr. Lackierung. Aufkleber. Ja, das kommt doch cool. Für einen Zehner. Ja, oder 10 Cent. Cent. Sind das Cents oder Credits? Keine Ahnung. Auf jeden Fall cool. Sehr schön, sehr schön. Okay. Bis demnächst, Dick. Was gibt's denn hier noch? Was das ist du? Händler für Waffen. Was gibt's denn? Mal Copeland Küche. Mal was futtern. Was gibt's denn da Gutes? Fleisch und Pflanzen können gesammelt und in den Campküchen abgegeben werden, um Vertrauen zu gewinnen und Punkte zu erhalten. Verschiedene Fleischsorten und Pflanzenarten bieten unterschiedliche Belohnungen. Mhm. Ah, was ist denn das? Kraut, Beere, Pilz. Was kriegt man dafür? Küchenhelfer. Da hagelt es ja schon komische Trophäen. Okay, was haben wir hier noch? Mark Copeland, das ist ja er. Beute. Hey, wie läuft's? Jersey. Stapel verkaufen? Wie viel gibt es? Cool. Du warst wohl sehr fleißig. Knablerohr. Hey, hey. Sehr gut. Okay? Ja, gibt alles Kohle. Cool. Bis bald. Bye, Jersey. So, wo war es das? Was ist das? Meiner Erfahrung nach, eine Bike-Reparatur ist nicht gerade Zen. Moment, ich mach auf. Ja, ich wollte gar nicht raus, sorry. Ich wollte eigentlich mal gucken, wo dieses... Hey. Hey, Manny. Wo diese Schlafmöglichkeit ist.
Ja, muss ich irgendwie so rum. Viel im Camp geholfen. Er gibt's nicht zu, aber er weiß das zu schätzen. Manny. Ein Hengst, hm? So viele Informationen, Manny. Hm. Na gut, wollte ich jetzt sowieso nicht. Ja. Hey. Weiß gar nicht, was jetzt eigentlich so die nächste Aufgabe dann ist. Halt. Moment. Kurz runter. Ich muss nochmal kurz zum Copeland. Vielleicht habe ich da vergessen, mit dem noch irgendwas jetzt zu quatschen. Kein Job verfügbar, okay. Verbrenne Alvarez Leiche. Nick, ja. Hörst du mich? Usa, warum liegst du nicht zum Teufel nochmal im Bett? Konnte nicht schlafen. Weißt du noch, was ich sagte? Unten im Tunnel? Geh da nicht rauf, Dick. Das macht dich noch verrückt. Usa, ich... Okay, hör zu. Ich geh da rauf, weil da oben Freaks sind. Dir ist egal, wo ich sie umbringe. Kopfgeld ist Kopfgeld. Wozu hey, dann all die Tulpen? Ja! Hab sie gesehen, hier auf dem Tisch. Heute Morgen. Dieselben wie bei eurer Hochzeit. Ich weiß es noch. Ich werd... Usa? Ruh dich aus, okay? Ich muss los. Dicken Ende. Und das sind Ruh keine Tulpen, Bosa. Das ist Mauerpfeffer. Neue Mission freigeschaltet. Was hast du getan? Jetzt will ich mal kurz gucken. Ah, okay. Räume das verlassene Nero-Flüchtlingslager. Interessant. Okay. Aber ich bin Deacon St. John, wir haben einen Job für dich. Hey Tucker, okay, ich komme sobald es geht. Deacon Ende. Neuen Job freigeschaltet bei Tucker. Leute, ich sag's euch: die Schilder, die Bäume, sind nicht meine Freunde. Oh, war irgendwie in die falsche Richtung. Wenn man etwas kauft, neu kauft, 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 kauft. Hätte ich denn da jetzt abbiegen ein müssen? Ein neues Auto, ein neues Handy, dies und das. Das ist doch die Bestie des Kommerzes. Hier runter, oder was? Ihr wollt etwas, das lange hält? Offensichtlich, ja. Sucht nicht den Übersee, nein. Dafür braucht ihr echte, hart arbeitende Amerikaner. Wenn ihr etwas bauen, hält es für den Rest der Zeit. Die gleichen Hände, die dieses Land gebaut haben. So, aber jetzt bin ich richtig. Das ist schon cool, man bekommt im Laufe der Zeit immer wieder neue Missionen, neue Storys. Ja. Für mich sehen die ziemlich ramponiert aus, Cobb, aber hey, wie du meinst. Und nichts gegen ein bisschen krassen Kommerz, verdammt, ein neues Bike könnte ich gut gebrauchen. Was regt er sich denn so auf? So, noch ein paar hundert Meter. Der Tank ist schon wieder überhalb leer. Wahnsinn. Kein Lachgas. Moment mal. Das da hier habe ich anscheinend noch nicht beseitigt. Ja, stimmt. Das mache ich aber lieber bei Tageslicht. Die rennen echt überall rum, die Freaker. Wahnsinn. Jetzt bin ich irgendwie schon wieder zu weit gefahren. Nein, ich hab dich schon gesehen. Nein! Was geht denn ab?
Warum bin ich jetzt verreckt? Blöd. Ich hoffe, ich kann jetzt auch direkt an der Stelle weitermachen. Ich muss sie beseitigen, damit die Durchfahrt wieder sicherer ist. Ja, das mag ja sein. Und wo sind die Penner? Hier schon erst noch mal meinem Ziel etwas näher fahren und da dann ein bisschen fighten, wenn es sein muss. Ach, hier ist er. Na los, komm her. Dieses Mal mach ich dich platt. Nimm das. Sehr schön. Ja, so sehe ich das auch. Ah, Alvarez Leiche, ist das die? Oder wie? Nee. Ah. Dann wie finde ich die? Ist sie das, oder? Ja, und hier war ich ja auch schon mal, fällt mir gerade ein. Hab das noch nicht gerafft, wo die Leiche sein soll. Oder ist die doch oben? Ich fass es nicht. Verbrennt man eine Leiche? Also klar, mit Feuer, aber wie mache ich das hier im Spiel? Mit einem Molotow oder? Ja, immer. Beeren. Schwarze Johannisbeere. Ist die Leiche. Ich weiß es nicht. Molotow. Keine Sorge, Alvarez. Ich überlasse dich nicht den Freaks. Ruhe in Frieden. Sie kriegen dich nicht. Okay. Oh, 100%. Individuelles Design. Ja, das Bike sieht eigentlich cool aus. Okay. Das ist nur Rosa, hörst du mich? Vorrat. Ja, Dick. Ich hab's geregelt. Was mit Alvarez? Danke, Bruder. Sie hätte dasselbe getan. Ja, das habe ich mir gedacht. Ach du Scheiße! Das ist aber ganz schön weit. Das werde ich sowieso nicht schaffen. Ah, hier sieht man jetzt mal ein Tankstellenzeichen. Das ist ja auch cool. Mhm. Das hätte sie. Dicken Ende. Genau, und jetzt ist das Jagd auf Leon. Ist hier quasi draußen, oder? Genau, das ist jetzt hier. Okay. Komm ich so langsam mit. Kopfgeldjäger. Das ist immer noch dieses eine Gebiet, wo ich den einen nicht finde. Pioneer-Friedhof, das ist doch hier, oder? Könnte man ja theoretisch auch das noch machen. Deacon St. John, hier ist Tucker. Wie gesagt, ich habe Boozers hübsches Gesicht schon ein paar Tage nicht gesehen.
Ist er wirklich okay? Herr Steken, Usa geht's gut. Ja, ich sag ja, er hatte viel zu tun. Er macht sich ja Besorgungen für dieses Arschloch Mark Copeland. Wer weiß. Infiziertes Nest. Ich habe das Gefühl, er mag mich nicht. Usa, mein ich. Wie ich schon sagte, ich bin nicht seine Mama. Dicken Ende. Nicht die Mama. Oh oh. Es geht. Oh, ganz schön viele hier. Schon mal einen Überblick verschaffen. Ist ja pervers. Geht? Ja, das habe ich mir gedacht. So, wie viel Molotovs habe ich eigentlich? Ich brauche 3. Gesundheit geht gar nichts im Moment. Verdammt nochmal. Ja, Leute, ich ergreife hier die Flucht. Boah. Aus mehreren Gründen. Scheiße. Zu wenig von allem. Gesundheit, was weiß ich was. Ich weiß jetzt im Moment auch gar nicht so recht, wo ich eigentlich hinfahren soll. Also Fakt ist, dass ich irgendwo hin muss, wo es Benzin gibt. Und mein Tank schon wieder leer ist. Kann man denn hier nicht irgendwie im Leerlauf rollen lassen? Offensichtlich nicht. Hier schauen. Gebiet abwählen. Ja, da gehe ich später nochmal hin. Oder irgendwann halt. Hier wäre mal eine Tankstelle. O'Leary Mountain Versteck. Ist gerade Funkturm Hinterhalt Camp. Tja, tue ich mir gerade ein bisschen schwer, weil ich nicht weiß, wo ich hinfahren soll. Jetzt fahren wir einfach mal in die Richtung. Ja, das ist natürlich die falsche Richtung, ist ja klar. Boah, so will der mich dahin lotsen. Ganz schön scheiße. Ja, es ist halt auch Nacht, das ist irgendwie so ein bisschen das Problem. Wenn jetzt gleich noch Benzin ausgeht, dann war's das.
Das hätte mich mal interessiert. Das Camp vom Copeland, das ist doch nicht so weit weg. Mission abwählen. Zur Karte. Wo bin ich jetzt? Ich bin hier. Da muss es doch auch irgendwas geben, oder? Was ist denn das? Ja, aber da muss ich auch so lang fahren. Ja, das ist im Grunde gerade der Weg wieder zurück. Verpiss dich! Boah. Oh, Scheiße! Das gibt's ja wohl nicht. Schnell runter. Oh nein! 70 Meter noch, na komm. Aber ob's hier Benzin gibt, ist ja auch nicht gesagt. Wo bin ich denn hier? War ich hier schon mal? Bestimmt sogar. Ach, das ist wieder dieses Holzfäller-Camp, oder? Wo ich jetzt da bin. Ja doch, da war ich schon mal. Das war da, wo ich ewig dieses fünfte Nest gesucht habe. Dass es hier mal irgendwo Sprit gab, aber oh, was war hier? Endlich. Ja. Ah, Benzin! Benzin, meine Rettung. Oh. Halt echt schwer verletzt. Oh, verdammt nochmal. Und werde das wahrscheinlich nicht zu meinem Bike schaffen. Shit. Das war's. Verdammt. Oh. Ach, jetzt soll ich hier noch Nester zerstören? Ja, klar. Na gut, Leute. Bis an diese Stelle, Days Gone. Benzin habe ich hier. Muss nur mein Bike wieder füllen. Dann geht's weg von hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Schaut rein.